muss euch an Bord holen. Willkommen bei Marauders. Ich hab nämlich gerade, wollte eigentlich nur eine Runde für mich spielen und dann bin ich rein und hab gesehen, hey, Handelsfregatte. Da kostet es jetzt, was es wolle. Wir stürmen das Ding. Kann es sein, dass das schon immer ein bisschen geil auf uns war, aber... Oh. Hier ist sogar schon jemand unterwegs. Uiuiui. Ja, tut mir leid, Kamerad. Aber das ist eine wilde Nummer. Aber der hat auch echt Pech gehabt, ne? Dass er jetzt gerade in No Die spawned ist. Aber wir wollen doch Sicherheitspersonal jagen. Nee, ey, echt jetzt? Ich würde erstmal eigentlich gerne was zu essen finden. Ich möchte jetzt nicht schon meinen Verband raushämmern. Duct Tape. Oh. Ja, ja. Kein Bock, dass uns hier einer abkämmt. Nur kurz was kauen in der Küche und dann... Oh, hier schön Kotelett. Schon mal ganz gut. Keksdose ist nicht viel wert, aber immerhin ein bisschen. Rechts unter uns, oder? Ich finde, der Übergang ist hier mal schwierig. Liebsten würde ich komplett runter gehen.
Man kann ja ganz unten durchgehen, ne? So ist mir doch. War das nicht irgendwie so? Ja, ne, hier. Drecksding weg hier. Die ist ein bisschen was wert. Den wird man auch für 1000 los. Kacke, dass der Kunde unser ganzes Personal schon weggeholt hat, ja? Immerhin zwei. Die tun ja wohl was zusammen, ja. Oh, Schrot ist immer willkommen bei mir. Ich weiß ja nicht, ob diese Handelsfregatte auch Verstecke existieren. Das Treibstoff wenigstens voll. So, hier müssen wir dann gleich hoch. Nur gefressen. Ja, nehmen wir jetzt da hinten hoch. Kann ja nur ein Bot sein, der da so rumdümpelt, oder? Das ist aber kacke, wenn man von unten nach oben kommt. Als erste guckt immer der Kopf raus. Oh, schwittrig da ein großes. Ja. Wenn man instant stirbt, ist es sowieso ja, aber. So, lasst uns mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Andererseits sind wir auch gleich da. Oh. Und bei den Bots, da lohnt sich auch das Looten wirklich nicht, ne? Das ist. Die haben wirklich immer nur ihre Kniff dabei. Dafür ein bisschen Moon. Oh.
Aber das waren die Bälle nicht. Die haben ja sich nicht gegenseitig beschossen. Und irgendwie hat er auch gerade dieses Tor aufgemacht. Kann man sich eigentlich auch als Sicherheitspersonal verkleiden? Weil die haben doch keine MPs hier, oder? Keiner mehr hier, okay. Interessant. Das heißt, fetter Loot für uns, wenn wir rauskommen. Oh, sexy, eine Schmuckschatulle. Ich geh kaputt. Oh. Das ist aber auch ein Gefühl. Schmeiß mal weg, brauchen wir nicht. Irgendwas, was wir noch zusammenfassen können? Ich glaube nicht, wa? Die marschiert nur in unser Gesicht. Aber wer war denn jetzt bitte hier drin und hat eine Schmidt genommen? Auch schön. Ist auch voll richtig was wert. Munitionskiste auch immer. Na los, komm. Hier hat einer seinen Dreck drin geschmissen anscheinend. Boah, nochmal Nachschub. Kriegen wir das irgendwie mit? Den kann ich auch verzichten. Keksdose hoch, scheiß drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz ich brauche. Schrot mag ich. Das mag ich auch. Metamorphin. Kohle. Walter. Eigentlich brauche ich die Münzen auch ja nicht mehr. Tonnenweise Münzen. Na komm. Haben wir echt viel zu Hause. So. Was ist hier noch drin? Hat einer wieder seinen Schund da gelassen, ne? Ja. Okay, lasst uns verduften. Das gute Zeug. Ich würde nur gerne aus Neugier den eben Typen noch in die Tasche gucken, den wir da erschossen haben. Also nicht ihm jetzt, aber... Oh, was der hier niedergemacht hat, der Typ. Warum kommen denn jetzt die ganzen Bots? Wollte ich noch was kurz in die Tasche gucken. Nee. Tatsache ein echter Bot.
Wir müssen den Finger ziehen. Warum suche ich das noch? Okay. Eine Minute brauchen wir übrig. Nee, nee, nee. Komm, Digga! Der geht so näher, ey. So viel Zeit haben wir, ne? Oh, jetzt aber weg hier, Leute. Das wird eng. Volle Power. Und jetzt abgeknallt werden. Instant. War da hinten Ausgang? Ich glaube schon, ne? Wenn ich mir jetzt verfliege, ist blöd, aber eigentlich ist immer an diesen... Ja, geil. Schön hier sehen. Oh, das war schön. Lasst uns einfach nur lebend ankommen. Dann haben wir richtig was zum Auspacken. Und wir sind unserem Auftrag... Sicherheitspersonal abzuknallen, wesentlich näher gekommen. Auch wenn der andere uns mindestens das Doppelte weggenommen hat. Also. Das war ja ein richtiger Friedhof, was er da hingepackt hat. Aber warum hat er alles rumgelegen, ja? Tür war offen, aber nichts abgeholt so richtig. Oder er war schon voll. Dass da so geiles Zeug in den Schränken war. Oh, geil. Nicht ein Auftrag erfüllt. Aber egal. Endlich mal wieder Erfahrung gemacht. Und 16 haben wir abgeholt. Jetzt fehlen uns echt zwei. Wir haben doch einen Marauder getötet. Ah ja. Entschuldigung. Der zum Anfang. Ne, dann haben wir 15 mal Security-Personal getötet. Ist doch okay. Noch immer so ein Ding und dann ist das safe. Oh, wow, schön benutzt hier unsere Wumme. Schon geübt. Schön geübt mit den Dingen. Müsste ich irgendwann auch mal ausprobieren, einfach aus Spaß. Weil der hatte ja... Naja, Schaden ist nicht so hoch. Schallgedämpftes Kammerverschlussgewehr. Na, irgendwann mal vielleicht, ja. Sometimes. So. Weg, 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 weg. Das müssen wir auch alles nicht mehr sammeln. Weil die Goldmünze, die hebe ich vielleicht noch auf, weil ich eine gierige Elster bin. Hier hat mir mit den Tokens, da hat mir einer... Ah, Entschuldigung, ich vergesse immer den Namen, ne? Warte, das mache ich jetzt. Ich regel das jetzt hier durch. Ja, ich gucke mir das jetzt an. Ich habe ja mein schlaues Handy hier bei mir liegen. Holger Sensche, ja? Der hat mir verraten, dass wir diese Abzeichen benutzen können, um in diese Depoträume zu kommen. Ne, die sieht man zwischendurch, da kommt man aber so nicht rein. Also die sind halt hart verschlossen. Und er meinte halt, wenn du diesen passenden Token von der Welt, wo du gerade drin bist, dabei hast oder da findest halt, den soll auch immer eine Leiche, die drapiert ist, da mit bei haben. Wahrscheinlich aber immer eine andere. Und ja, genau, wenn man den Token dann einsammelt, kann man in diese Räume damit. Da bin ich auf jeden Fall auch richtig heiß drauf, weil da muss ja, wenn die Wahrscheinlichkeit, diese Münze zu finden, denn lebend dahin zu kommen, da muss ja schon ordentlicher Loot drin sein eigentlich. So. Gehen wir damit erstmal zum Händler. Hello. Oh, Leute, das gibt Kohle. Alter. Überleg mal, was hätten wir gerade für die Kiste bekommen, wenn wir die so verkauft hätten? Ich heb mal nochmal Goldringe auf. Vielleicht setzen sich ja irgendwann meine Quests mal zurück. Ich habe jetzt mittlerweile so ja neu installiert. Ja.
Weil mich das so genervt hat, dass die nicht erneuert werden. Aber es passiert einfach nichts, ne? Kotzt mich richtig an. Weil da waren ja coole Angebote dabei. Und für diese Angebote sammle ich ja diesen ganzen Scheiß hier. Diesen ganzen Schrott. Ne? Diese Goldringe, diese Pistolen. Die tauschen das ja gegen cooles Zeug ein. Aber wenn hier keine neuen Aufträge dafür kommen, ist das gerade ganz schön für einen Podex. So, immer mit dem Morphin heben wir uns natürlich auf. So, dann räumen wir noch kurz. Die packen wir noch kurz bei uns drin, damit wir gleich mehr Platz haben. Das kommt natürlich zum Verkauf. Alter, ist aber gut schrot. Alright. Packe ich die mal noch rüber hier. Und dann reißen wir unsere erste Kiste auf. Hoffentlich. Ich hoffe, ich mache jetzt eine Stovet. Warte, wir packen die mal kurz hier hin. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich habe da noch irgendwo. Ich würde ja noch ein bisschen Müll wegpacken hier. Irgendwo habe ich auch noch. Ist auch schon voll, aber hier kann er rennen. Das ist gut. Dachte, ich habe irgendwo noch eine angefangene Packung hochwertige Cheesepulver. So. Tut mir leid, das Rumiräume jetzt, aber. Wir machen mal das Handelsfenster auf. Weil vieles werden wir verkaufen. Die packen wir uns hier hin. Das Barett zerlegen wir mal. Ich hoffe, dass man das Stoff rausbekommt. Kriegsanleihen, die kann er gleich haben. Hier kommt die Moon raus. Mit dem Ding kann ich nicht um. Kommt weg. Nächste Kiste. Fette Case Opening heute hier bei uns. Und nochmal. Oh. Spiele ich bloß nicht. Also hier. Geschenke für dich. Mission raus. Oh, da haben wir mal schön abgesandt, Leute. Wo waren wir bei 650.000? Fast 200.000 plus gemacht. Richtig gut. Oi. Noch kurz das Barett zerlegen, weil mich das interessiert. Ah. Kacke. Ich hab keinen Stoff mehr dafür. Ärgerlich. Gut, dann nochmal Entschuldigung an den Menschen, den wir da gerade so ruhig abgekämpft haben zum Anfang, aber das war einfach extrem unglücklich. Aber man kann ja, man weiß ja auch immer nicht, was da für ihn auf die Ecke kommt, ne? Hätte ja auch wieder so eine übelste Maschine sein können, die nicht umfallen will. Dass das jetzt einer ist, der da nackig rinspringt, das konnte ich gar nicht ahnen. So, Leute, war schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns die nächste Folge, wenn wir das dann endlich geschafft haben. Also, wenn ich wieder eine Handelsfregatte sehe, hole ich euch mit an Bord und dann wird gegrillt. Bis dahin, haut rein.